So, dann hier nochmal kurzes Video zum Stormtrooper-Kauf. Also, hiervon habe ich ja jetzt schon ein paar gehabt. Ja, ist ein bisschen blöd hier gerade wieder mit den Reflexionen, wie immer. Also, hier nochmal ne, ein paar normale Black Series hier, Nummer 13 Stormies geholt. Wo ist er denn? Ach, hier. Mit den ne, Knickgelenken. Ja, hier noch ein Lando von Rebels. Habe ich ja auch schon auf, ja, auf Karte auch nochmal. Dann hier der Luke und Leia. Ja, ich guck mal eben hier wieder einhändig. Den Vergleich machen wir nochmal extra halt, ne? Zum Dings Black Series Stormy bzw. Vintage Stormy, ne? Dann den hier. So, einmal den Helm ab. Zack. Na, hier also Luke. Ja, ist natürlich wieder alles unscharf. Das ist natürlich wieder Rotze. Egal, machen wir gleich nochmal schärfer mit Fotos oder was weiß ich, wie auch immer. Wollte ja nur nochmal kurz die Dinger zeigen. Hier der Helm halt. Ist auch ein bisschen doof mit dem Licht hier. Ja, hier noch ein paar Rebels Stormies. Wobei ich gerade sehe, dass er sogar eine Macke, ein bisschen Dreck hat. Ja, hier drauf, auch gut. Das war schon super. Ja, ein Scout noch geholt, der da ist. Ne? Dann hier nochmal Luke und Leia Dings. Achso, ja, die Leerpackung. Dann noch hier TIE Fighter und Stormtrooper gekriegt zu Rebels. Sehr schön. Mal gucken, wann ich den auspacke. Na, weil. Ja, geil, aber erst einmal am Start. Leider. Ja, aber fett. Ja, und dann hier noch. Wie heißt der? Hera Syndulla. Ja, die anderen hauen direkt ab, weil das sind Rebels-Figuren. Ja, und ein Sand Trooper dabei. Sehr schön. Jetzt wollte ich eigentlich den Lando noch zeigen, aber der ist ja jetzt gerade abgestürzt. Ja, hier noch ein paar TIE Fighter gekriegt vom, wie heißt das denn hier, vom Schachspiel. Ja, dann zeige ich jetzt nochmal den Lando kurz. Ja, ist so ganz cool, der Helm geht gar nicht ab irgendwie. Ich traue mich, nee, der Helm ist feste. Ich traue mich gar nicht richtig. Ja gut. Der Linksfunksnummer, scheiß wieder und so. Später. Was haben wir noch? Ja, hier so eine Brotdose halt. Ja, schön mit Stormies so aufklappen. Zeige ich nochmal extra. Hier noch hinter, was haben wir hier noch? Mal hier noch ein bisschen Schnickschnack wieder, sehr schön. Radiergummi, Lineal und Star Wars Bleistift. Kann man ja auch immer gut gebrauchen. Was hatte ich? Ach hier. Ja, hier noch ein Stormy. Mit normalen Episode 4 Stormtrooper. Na, auf wie viel Zoll ist der? Weiß nicht, 15, 15 Inch oder so. Steht, glaube ich, so jetzt gar nicht drauf. Mit Reflektion wäre doof. Zeige ich aber nochmal einzeln im Vergleich wieder hier mit diesem Rebel Stormy halt, ne? Und was haben wir denn noch hier Schönes? Ja, die TIE Fighter. Ach so, das hier. Das muss aber auch noch ausgepackt werden. Sprich, auch so ein Malset mit ganz geilen ja, Vordrucken halt zum Ausmalen. Guck mal hier noch schön so Boba Fett Slave One Bleistifte. Ja, hier auch nochmal ein Stormy Etui. Voll geil. Und hier noch ein kleines Buch, ich glaube für Notizen und so weiter. Ja, gucken wir dann auch noch mal irgendwann richtig an. Jetzt fällt gleich alles um. Macht nichts. Wollte kurz hier die verbleibenden Stormys zeigen. Ne? Nur, dass so ein Mini-Look mal eben ist. Ist auch doof hier mit der ganzen Reflexion. Aber ich wollte nur mal auch schnell machen. Ne? Bis dann. Tschüss. Peace and Justice.